Vielen Dank an alle Rednerinnen und Redner. Nachträglich möchte ich auch noch begrüßen Stefan Krüger, Landtagsabgeordneter, der ebenfalls unter uns ist, aber nicht darauf bestanden hat, unbedingt heute hier reden zu müssen. Bevor Savas Demirci zu uns spricht, möchte ich noch darauf hinweisen, was so die groben Gedanken sind, die die Organisatoren dieser Veranstaltung im Kopf haben für weitere Überlegungen in diesem Jahr, dem 70., also dem Jahr, wo sich zum 70. Mal die großen Tage jähren, heute der morgen der Holocaust-Gedenktag, dann aber auch die Befreiung Deutschlands am 8. Mai mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs durch die Kapitulation der Wehrmacht oder zum Beispiel der 27. März, als die Amerikaner hier nach Wetzlar kamen. Und diese Verbindung zwischen Gedenken und Erinnern auf der einen Seite und das Mahnen und in die Zukunft zu gucken, finde ich, ist durchaus geeignet, auch eben über Parteigrenzen hinweg den Versuch zu unternehmen, zu einem Konsens zu kommen, wie es viele von Ihnen dankenswerterweise in Ihren Worten ausdrückten, dass dies sich nie wiederholen darf. Ich möchte Sie aber auch darauf hinweisen, dass morgen um 15 Uhr die Gedenkstunde mit Kranzniederlegung des Ältestenrates und des Magistrats der Stadt Wetzlar an dem Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus stattfinden wird. Wer nicht weiß, wo das ist, beim Bebelplatz das Treppchen in Richtung Rosengärtchen hoch an dieser Säule. Und es wird um 19 Uhr im Wetzlarer Dom einen ökumenischen Gottesdienst geben, der beiden Kirchengemeinden. Dazu sind Sie auch recht herzlich eingeladen. Wir brauchen ein weltoffenes Wetzlar und wir brauchen ebenso einen weltoffenen Lahn-Dill-Kreis. Begründet wurde das in all den Reden. Aber was wir auch brauchen, ist über die Reden hinaus Handlungskonzepte und Projekte in der Stadt und im Lahn-Dill-Kreis, die unterstützen, dass ein weltoffenes, internationales, durch Partnerschaft und Freundschaften und wirtschaftliche Beziehungen geprägte Region dem Rechnung trägt. Wir fordern eine Charta für Demokratie und Toleranz, die von den kommunalen Gebietskörperschaften genauso wie von den zivilgesellschaftlichen Akteuren gegengezeichnet werden kann. Auf dieser Basis soll es um die Förderung von Vorhaben gehen, die sich gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, religiösen Fanatismus und Antisemitismus wenden und sich mit dem auseinandersetzen. Wir brauchen eine demokratische Zivilgesellschaft und nachhaltige Strukturen, die auf die Schaffung demokratieförderlicher Sozialisations- und beziehungsweise Lebensbedingungen aller Menschen, gerade der Kinder und der Jugendlichen in unserer Region zielen. Das brauchen wir auf der Grundlage unseres Grundgesetzes. Wenn Sie darüber mehr wissen wollen, ich habe von dem Entwurf dieser Charta, die gemeinsam mit den Vertretern der Stadt und des Lahn-Dill-Kreises entwickelt und erarbeitet wurden, Exemplare hier. Wir können sie verteilen. Wir fordern Sie auf, mit Ihren Sportverbänden, mit Ihren Vereinen, mit Ihren Kulturclubs und was auch immer, den Sozialverbänden und so weiter, dieser Charta mit beizutreten für ein weltoffenes Klima und für eine Willkommensgesellschaft. Ja, in diesem Sinne auch und insbesondere für die jungen Menschen, Savas Demirci, du hast lang genug warten müssen.